Sie war fassungslos über die Grausamkeit, aber auch über die Perfektion des Stichs. Barn musste eine gute Kampfausbildung genossen haben, jedenfalls fehlte es ihm nicht an tödlicher Präzision, jedoch an Mitgefühl. Beide sprach dafür, dass er eine lange Zeit im Militär oder als Söldner gearbeitet haben musste. Bevor Lilith weiter darüber nachdenken konnte, öffnete sich abermals die Zeltplane und ein zweiter Mann trat herein. Er hatte einen wild zappelnden Jungen im Schlepptau. Der Junge wand sich, schrie und brüllte. Seine kleinen Füße traten nach dem Schienbein des Erwachsenen, der den Attacken fluchend auswich. Lil spürte sofort die Auren zweier Diamanten. Die eine Aura war warm und weich und von einem violetten Licht. Die andere war stürmisch, heftig und versprühte ein gräuliches Funkeln. Gegensätzlicher konnten zwei Auren nicht sein. »Skat«, rief Barn erleichtert aus, »ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr wieder.« Der angesprochene Mann verdrehte die Augen. »Diese kleine Ratte ist flinker, als man denken könnte.« Der Mann namens Skat ließ den Jungen los. Doch der Junge blieb nicht lange an seinem Platz, sondern nutzte die Unachtsamkeit des Mannes, um wieder die Flucht zu ergreifen. Behende und flink wuselte er in Richtung Ausgang. Doch Barn war eine Spur schneller, sprang nach vorne, griff nach dem Kragen des Jungen und hob ihn mühelos hoch. Wieder verlor der Junge den Boden unter den Füßen und versuchte durch heftige Gegenwehr seinem Gegner zu entkommen. »Hör auf, du Dummkopf! Oder möchtest du so enden wie dieser närrische Kreis hier?« schalt ihn Barn. Augenblicklich wurde der Junge ruhig und hörte auf, sich zu wehren. Anscheinend hatte er vor lauter Aufregung den toten Mann im Zelt gar nicht wahrgenommen. Mit morbider Neugierde und ohne Bedauern zu zeigen, fragte er, »Ist er tot?« »Nein, er ruht sich nur etwas in seinem Blut aus. Natürlich ist er tot.« grollte Skat. Barn warf seinem Begleiter einen vielsagenden, aber auch beschwichtigenden Blick zu und rüttelte leicht an dem Kragen des Jungen. »Warst du sein Sklave?« Der Junge nickte. Immer noch in der Luft baumelnd, verdrehte er seine Augen, um in Barns Gesicht sehen zu können. »Ihr habt ihn getötet, nicht?« Barn seufzte. »Ja, das habe ich.« Und zur Überraschung aller raunte der Junge mit brüchiger Stimme, »Sehr gut.« Barn sah den kleinen Jungen verwirrt an, der wortlos seine Ärmel hochschob und den Blick auf große rötliche Narben freigab. Verständnis und Anteilnahme spiegelte sich in Barns Gesichtszügen wider. Trotzdem schüttelte er den Jungen ein weiteres Mal in der Luft hin und her. »Hör mir genau zu, ja? Wenn du weiterhin am Leben bleiben willst, tust du nicht, was er dir dieser Greis aufgetragen hat. Geht das in dein kleines Köpfchen hinein?« Der Junge schürzte gekränkt seine Lippen. »Ja, ich bin nicht dumm.« Barn zögerte. Doch dann ließ er, zu Liliths Erleichterung, die schon das Schlimmste befürchtet hatte, den Jungen los. »Verschwinde«, befahl er genervt. »Und falls du dein Versprechen nicht einhalten solltest, werde ich dir eigenhändig dein Genick brechen.« Der Junge zog ein beleidigtes Gesicht und machte keine Anstalten zu gehen. »Was willst du noch?« wollte Barn sichtlich gereizt wissen. »Man wird glauben, ich hätte meinen Herrn getötet. Nehmt mich mit!« Barn war sprachlos. Der Junge wiederholte seine Worte. »Nehmt mich mit! Ich will bei euch bleiben, bitte!« Skat klopfte sich amüsiert auf seine Schenkel. »Wer hätte gedacht, dass dich abgesehen von meiner Wenigkeit noch jemand sympathisch finden könnte und dir Gesellschaft leisten möchte?« Barn überhörte die Spitze seines Dieners geflissentlich und sagte zu dem Jungen, »Nein, das geht nicht.« »Wieso nicht?« fragte der Junge in einem dreisten Ton und der Schalk sprach aus seinen dunklen Augen. Noch bevor Barn irgendwelche Einwände hervorbringen konnte, hatte der Junge sich flink abgewandt und begonnen, die wichtigsten Habseligkeiten des Toten in sein verschlissenes Bündel zu packen. Der Sklavenhändler zog stirnrunzelnd die Augenbrauen zusammen. »Was machst du da?« »Ich packe das nötige Heilmittel ein.« Mit einem Kopfnicken zu Lilith fuhr er fort. »Soweit ich weiß, braucht ihr einen Heiler. Ich bin ganz gut in solchen Dingen. Und außerdem besitze ich einen Heilstein, der euch nützlich sein könnte.« Er reckte abwartend sein Kinn nach vorne und sein Juwel blinkte, wie um die Worte seines Trägers zu unterstreichen, violett auf. »Na gut, du darfst mitkommen«, gab Barn sich geschlagen. Skats Finger trommelten ungehalten auf den Schwertknauf seiner Waffe. »Was? Du willst diesen größenwahnsinnigen und renitenten Jungen mitnehmen? Haben wir nicht schon genug Schwierigkeiten?« Barn grinste Skat unverhohlen an. »Auf einen Größenwahnsinnigen mehr oder weniger kommt es nicht mehr an.« Skats Mundwinkel beschrieben eine steile Gerade nach unten.
Wie meinst du das? Bahn winkte ab. Schon gut, Skat. Bring lieber das Mädchen und den Jungen in den Wagen. Der Diener stieß ein eingeschnapptes Schnauben aus, während er dafür aufhörte, das Metall seines Schwertgriffs mit den Fingern zu bearbeiten. Lilith überlegte einen kurzen Moment, jetzt wo die Männer abgelenkt waren, ob sie aufspringen und davonlaufen sollte. Aber die Rücksichtslosigkeit, mit der Bahn gegen den Kreis vorgegangen war, hielt sie davon ab. So blieb sie regungslos liegen und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, als der Mann mit dem grauen Juwel auf sie zutrat. Der steintragende Krieger war ihr unheimlich, denn die dunkle Farbe seines Steins zeugte von viel vergossenem Blut, und die schwarzen Farbnuancen verrieten jedem, dass sein Juwel kurz vor einer höheren Stufe stand. Und obwohl sein Diamant so mächtig war, konnte Lilith keinerlei Ermüdungserscheinungen bei dem Krieger erkennen. Nichts deutete darauf hin, dass sein Körper oder sein Geist an der Kraft des Juwels zerbrechen könnte. Gerade diese Leichtigkeit, mit der Diener seine funkelnde Waffe trug, beunruhigte Lilith. Sämtliche Nackenhaare stellten sich ihr auf, als seine Hände nach ihrem Körper griffen. Ohne darüber nachzudenken, schlug sie ihre Augen auf und hastete ein Stück zurück. Verwundert sah er sie an. »Wohl doch wach, was?« Er wollte sie hochziehen, doch Lilith hob abwehrend ihre Hände und ließ keinen Zweifel daran, was sie von ihm hielt. »Bleib, wo du bist, du Monster! Ich kann alleine aufstehen, vielen Dank!« Der Krieger trat mit stoischer Gelassenheit zurück und nickte ihr breitwillig zu, es selber zu versuchen. Unter seinem wissenden Blick, was gleich passieren würde, raffte sie ihren Körper hoch, wankte und verlor schließlich das Gleichgewicht. Mit einem Schrei und einem ungelenken Versuch, sich an der Zeltwand festzuhalten, klatschte sie ungebremst auf den Boden. Er lachte schadenfroh auf, als sie sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ihr Kinn rieb. »Hast du deine Lektion gelernt und darf dir nun das Monster aufhelfen?« Bevor sie seine Hilfe verneinen konnte, hiefte er sie hoch und die Kraft seines Juwels durchflutete ihren Körper wie eiskaltes Wasser. Ein gräulicher Schimmer legte sich über die Oberfläche ihres Juwels und ein undefinierbares Gefühl von Hass, Trauer und Wut überfiel sie. Erschrocken wandte sie sich in seinen Arm. »Lass mich, ich kann alleine gehen«, rief sie hastig, darum bemüht, genug Abstand zwischen sich und dem Krieger zu bringen. Der Diener zuckte nur genervt mit den Schultern, drehte sich zur Bahn und schnitt eine eindeutige Grimasse. Bahn nahm derweil dem Jungen seinen Bündel ab, warf es sich über die Schultern und ging an Skat vorbei. »Wenn du genug geflirtet hast, dann bring sie endlich in den Wagen zurück.« Skat machte einen entrüsteten Gesichtsausdruck und verzog schmollend seinen Mund. »Bitte, ich habe auch Geschmack, sie ist nicht mein Typ.« Bahn grinste. »Ich weiß, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen.« Der Diener rümpfte seine Nase und sein Blick blieb an dem toten Körper des Kreises hängen. »Bahn, wir sollten möglichst schnell von hier verschwinden. Sein Tod wird nicht lange unbemerkt bleiben und wir brauchen jeden Vorsprung, den wir nur bekommen können. Er wird uns seine Truppen, womöglich noch die Sucher, auf den Hals hetzen.« Voller Unmut stieß Bahn die Plane auf und seine Stimme klang kalt und verächtlich. »Nicht nur womöglich, sondern ganz sicher.« Lid war dem Gespräch zwischen den beiden Männern aufmerksam gefolgt, konnte sich aber daraus keinen Reim machen. Der Diener hielt sie immer noch fest und wollte sie weiterhin hinter sich herschleifen, doch Lilith sträubte sich. »Lass mich los, sofort!« Sie wollte keinen Augenblick länger in seiner Nähe bleiben, denn sie fühlte, wie sich in ihrem Stein etwas regte, was sehr lange in ihr geschlummert hatte und nun bereit war zu erwachen. Und es war hungrig, so hungrig, dass die dunkelgraue Macht des Kriegers zu verlockend nach ihr rief. Sie riss sich mit einem kurzen Ruck los und bezahlte mit roten Striemen auf ihrer Haut, dass Skat natürlich nicht gewillt gewesen war, sie einfach loszulassen. Skats Brauen wölbten sich nach oben. »Oho, du kleine Kratzbürste, was soll das?« Lilith sagte das Erstbeste, was ihr einfiel und irgendwie auch der Wahrheit entsprach. »Es ist wegen deinem Juwel. Ich will nichts mit Leuten zu tun haben, die ihre Macht mit Blut bezahlen.« Bahn, der sie aufmerksam beobachtet hatte, schob Skat zur Seite und baute sich schmunzelnd vor ihr auf. »Dann wirst du ja gerne mit mir Vorlieb nehmen, oder? Ich habe schließlich keinen Kampfstein, besser gesagt,« fügte er mit einem diabolischen Grinsen hinzu, »habe überhaupt keinen Stein. Ich hoffe, dieser Umstand beunruhigt dich weniger als Skats Diamant.« »Nein, eigentlich nicht,« dachte Lilith. Seine Steinlosigkeit verunsicherte sie mehr als das graue Juwel. Aber da sie nicht vorhatte, ihm einen weiteren Anlass zur Heiterkeit zu bieten, stieß sie nur ein Knurren aus, was weder als Zustimmung noch als Ablehnung gedeutet werden konnte.
Belustigt über ihr Verhalten nahm er sie kurzerhand am Arm und führte sie lächelnd zum Wagen, wo auch schon der kleine Junge saß. Er half erst dem Sklaven und dann ihr hinein, bevor er die Tür verriegelte und sie mit dem Jungen allein ließ. Der kleine Diamantaner betrachtete sie neugierig und, wie Lilith fand, ziemlich unverhohlen. »Bist du eine Ref?« Sie antwortete dem Jungen mit der gleichen Lüge, die sie Bahn und allen anderen Diamantanern immer erzählt hatte. »Nein, es ist nur eine gewöhnliche Narbe.« Der Junge krapschte nach ihrer Hand und beugte sein Gesicht nah an ihre Handfläche. »Sieht gar nicht aus wie eine Narbe. Ja, wie das Brandmal der Ref«, bohrte er weiter, und Lilith begann sich ernsthaft zu fragen, wie sie sich erholen sollte, wenn ihr keine Ruhe vergönnt war. Ohne Umschweife und ohne Luft zu holen, wie Lilith zynisch bemerkte, fragte der kleine Junge weiter, »Deine Augen sind goldgelb, ist das nicht die Farbe der Dämonen? Aber du trägst doch einen Stein!« Gerade als Lilith zu einer genervten und weniger freundlichen Antwort ansetzen wollte, wurde die Wagentür geöffnet und Bahn streckte seinen Kopf herein. »Herr Junge, ich habe dich nicht als Unterhalter für meine Sklavin mitgenommen. Du sollst die Medizin vorbereiten.« Dem Bahn erschien eine sehr dünne, blasse Gestalt. Es war eine junge Frau. Sie hatte große, melancholische, himmelblaue Augen und ihr schwarzes Haar fiel ihr in dichten Locken über die Schultern. Lilith erkannte die Frau sofort wieder. Es war die Fee, die mit Bahn zusammen im Kerker gewesen war.